einen Gießweinbatschen brauchst und sonst nichts. Große Shell Motoröl-Treueaktion. Jetzt Öl wechseln mit Shell. Auf jeder Aktionsdose gibt's Treuemarken. Sammelkarten bei jeder Shell-Station mit dem Aktionszeichen. Ihr Vorteil bis zu 60 Schilling Treuerabatt. Wenn's ums Öl geht, fragen Sie Shell. Fragen Sie Shell. Hallo? Der möchte die vier neuen Suppen von Maggi wissen. Also Wiener Fisolensuppe, 1000 Schilling gewonnen. Dann Bergsteigersuppe, steirische Wurzelsuppe, schon 3000 Schilling. Feine Einmachsuppe. Stellen Sie sich vor, jetzt habe ich bei Maggi 4000 Schilling gewonnen. Holen Sie sich doch auch. Ben, Franz Klammer, Anni Kronwichler, Leonhard Stock, Rennen fahren, trinken Sie die starke Tasse. Ernährungswissenschaftlich weiterentwickelt. Mit 14 hochwertigen Aufbaustoffen. Österreichs Skirennläufer trinken die starke Tasse, damit sie bei den Ersten sind. Das Schönste und Beste für die Küche von Emsar. Küchenhelfer Gourmet. Handfest, standfest, hitzefest, bis 210 Grad. Spülmaschinenfest, dabei so schön. Emsar Küchenhelfer Gourmet. Jetzt besonders günstig. Emsar. Jetzt gibt es Barma Alu Therm, die super Wärmesohle gegen kalte Füße. Mit einem Aluminium-Kälteschild gegen die Kälte von unten. Oben der Wärmespeicher für warme, trockene Füße. Barma Alu Therm, die super Wärmesohle gegen kalte Füße. Jetzt auch für Kinder. Die Weltneuheit von Seiko. Der erste Analog-Quarzchronograph, auch aus Titan. Seiko, in jeder steckt ein Stück Zukunft. Zip. Frotté. Zip. Frotté. Zip. Zip. Frotté. Frotté. Schroll hab die Bettide. Zip, schnell abgezogen, schnell überzogen. Frotté, kuschelweich und pflegeleicht. Zip und Frotté, eine von vielen Bettideen von Schroll. Mariandl, der Wachauer Marienschaumwein. Aufregend leicht. Und Ihre Bewerbung sagt auch, Sie sind Klassenmeister im Videospielen? Ja. Und Sie haben 6 Millionen UFOs gelandet? Ja. Sie sind ein guter Computerspieler. Und was verstehen Sie von Computern? Wenn Sie gern Videospiele spielen, warum nicht gleich auch das Computern lernen? Mit einem Commodore-Computer. Für Spiele und vieles mehr. Commodore-Computer. Eine gute Idee nach der anderen. Schmusewolle, das macht weh. Das neue Feva hat jetzt noch mehr Wollweichpfleger. Da wird Wolle noch flauschiger. Jetzt gibt's das Feva Wollset Gewinnspiel. 100 exklusive Wollsets aus flauschig weicher Schöllerwolle werden verlost. 100 mal Pullover, Schal, Handschuhe, Haube. Machen Sie mit beim Feva Wollset Gewinnspiel. Reine Bergluft, saftige Almwiesen, kristallklares Wasser, die Welt der Milka-Kuh. Gewinnen Sie jetzt mit Milka. Malen, fotografieren oder basteln Sie etwas aus der Alpenwelt. Milka prämiert die 10 originellsten Werke mit 10 mal 10.000 Schilling. Also los, schicken Sie Ihr Werk über die Welt der Milka-Kuh an Milka 6700 Bludenz. Guten Abend Ihnen, FS2, verehrte Damen und Herren. Weil der vierte Teil der Romanverfilmung von Colleen McCullochs Dornenvögel außergewöhnlich lang ist, beginnt FS2 nun schon mit der Ausstrahlung dieser letzten Episode. Die Geschehnisse um die australische Familie Cleary führen uns in die Zeit zwischen 1954 und 1962. Sie sehen Richard Chamberlain, Rachel Ward, Gene Simmons und Christopher Plummer in den Hauptrollen.
Wegen dieser umfangreichen Ausstrahlung einer Familiengeschichte wollte FS2 heute ausnahmsweise auf eine weitere Familiensaga verzichten. Deshalb entfällt diesmal die Folge von Dallas. Nächsten Dienstag wird die Geschichte der Ewings fortgesetzt. Nach 10 vor 10 wird sich der Club 2 um 22.20 Uhr mit einem Thema beschäftigen, das im Zentrum des Fernsehfilmes Dornenvögel steht, mit dem Zölibat, dem Tabu Priesterehe. Gastgeber Günter Ziesel wird mit seinen Gästen die grundsätzliche Haltung der Kirche zu dieser Frage und die konkrete Situation in Österreich diskutieren. Anschließend an den Club 2 folgen noch Schlussnachrichten. FS1 bringt um 20.15 Uhr ein weiteres Magazin zum Zeitgeschehen, M, Menschen, Mächte, Meinungen. Im Beitrag Politik und Justiz recherchiert Kurt Totzer die Frage, wie massiv die Eingriffe der Politiker in die Justiz sein können. Er wird erstmals dabei auch jenen Brief zeigen, der im Fall Ludwig ein Indiz bringen soll. Mit der auffälligen Diskrepanz zwischen strengen Brandschutzvorschriften und deren laxer Handhabung beschäftigt sich Günter Zellsacher in einem zweiten Beitrag. Das Fernsehspiel mit Dokumentarteilen Die große Kapitulation zeigt FS1 um 21.05 Uhr. Im Rahmen eines fiktiven Fernsehmagazins werden die Vorgänge und Schicksale um deutsche Künstler und Schriftsteller nach dem 30. Jänner 1933 dargestellt, so wie sie damals im Deutschen Reich wirklich passiert sind. Ernst Stankowski sehen sie als Fernsehmoderator Daniel Holl. Um 22.50 Uhr bringt FS1 die Schlussnachrichten. Soweit die Übersicht für heute Abend. Sehen Sie aber nun in FS2 den vierten und letzten Teil der Familiensaga Dornenvögel. Mary Carson, eine der reichsten Frauen.